Wissen Sie, ich glaube, in dieser Position bin ich schon ganz oft fotografiert worden, wenn ich den Namen zeige, der als erster wiedergefunden wurde. Der hier. Jetzt ist ja gar nicht so einfach zu lesen, auch von den Muttersprachlern nicht. Und ich frage dann immer schon so ein bisschen provokant, was steht denn da? Und dann kommen die eigenartigsten Formulierungen. Es ist mit Holzkohle geschrieben worden und der Untergrund war ja auch nicht so schön glatt. Das ist ein S, das ist ein A, das ist ein kyrillisches P, das ist ein U und bei dem Rest war hier noch ein W zu erkennen, Sapunov. Dieser Mensch war der Erste, der mir seinen Namen gezeigt hat. Am 10. Oktober 2001, 16 Uhr, habe ich genau behalten. Und am 3. Mai 1945 als blutjunger Mensch hier auf die Wand geschrieben. Wir kommen aus Lippe oder wir kommen aus Berlin. Ja, ja. Jeder versucht, ihre Heimat hinterlassen, irgendwo im Ausland. Aber das ist schon geschickt. Hier oben, ja. Nadjafov. Nadjafov. Sind Handschriften, die sind halt ein bisschen anders. Ja. Deswegen war für mich, ist das ein ja. Ein G oder ein T. Ja, Nadjafov. Genau. Also man kann nicht alles wissen. Ich habe auch nicht jede Inschrift lesen können, denn wenn man zum Beispiel Grusinisch geschrieben hat oder arabische Schriftzeichen, die konnte ich auch nicht sehen. Und als der Erste damals seinen Namen fand, da hatte ich auch ein Schlüsselerlebnis. Die Rote Armee kriegt ein Gesicht. Das war nicht nur, was auf die Wand geschrieben ist. Aber ich denke, mein Bruder Felix, Sie stecken mit Leib und Seele dahinter und setzen das Ganze um. Und wenn man schaut, die Arbeit, was Sie getan haben, das ist schon nicht so einfach gewesen. Und ich habe das auch nicht gemacht, um vordergründig hier berühmt zu werden. Für die Menschen, die damals jung waren, die nie hierher kommen werden, für die wollte ich das machen, dass die das auch sehen, was hier an den Wänden ist. Immer wieder bleiben die Gruppen hier stehen, wird diskutiert. Ich weiß nicht, jetzt einer der anderen was versteht, weil genau das auch mitwirkt zum Frieden für Russland, Russische Föderation und russische Bevölkerung. Ist es auch Zeichen, ja, wir waren hier, aber wir haben für Frieden gekämpft und das Verständnis miteinander bekräftigt. Und ich freue mich sehr, dass die Schriften geblieben sind, zu Verständnis mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt. Ja, dieses Herz, ich glaube, in dem hat die Liebe ganz doll gebrannt. Der hat das also wirklich nicht vergessen. Sein Mädchen, die Galina von Anatoli, da dieses Herz geschrieben. Ich hatte Schüler aus Kalinin hier, so 11-, 12-Jährige. Und die waren schon am Weitergehen. Auf einmal sagt ein Mädchen zur Klassenkameradin, ach, dieses Foto, guck mal, das hängt doch zu Hause bei meiner Oma an der Wand. Ja, eine Inschrift von vielen. Demokratie, ich glaube, man lernt das erst richtig kennen, wenn man sie auch leben kann. Nicht nur, wenn man sie erzählt bekommt. Das heißt nicht, dass hier alles immer so geht, wie man sich das wünscht oder wie man sich das in den Träumen vorstellt. Nee, Realität ist auch nicht immer mit allem durchkommen, was man will. Mehrheit entscheidet. Das ist es.